Mit wundervoller Musik begrüße ich euch zurück hier in Persien. Wir machen weiter. Wir wollten uns noch warten, bis wir unter 25 Verrufenheit haben, dann den nächsten Krieg erklären. Das könnten wir dann tatsächlich direkt bei Kalat machen. Ich denke, das sollten wir auch tun, um die Küsten ein bisschen abzusichern, da hier natürlich sonst die Briten und auch die britische Ostindien-Kompanie kommen könnten. So, die Werkzeugfabrik wird jetzt hier noch gebaut, in Tabriz natürlich. Und ich will ja vor allem auch jetzt noch unsere Bauindustrie, wie sieht es denn hier im Irak aus? Da haben wir auch einen Mangel sogar. Dann machen wir das bitte einmal so. Bauen jetzt noch eine Eisenmine im Irak. Sehr schön. Und wahrscheinlich sollte ich auch meine Armee trotzdem jetzt nochmal verstärken. Das machen wir jetzt trotzdem mit der Offensivarmee. Dann werden wir erstmal Waffen importieren müssen, aber dann ist das so. Das macht dann trotzdem die Kriegsführung in dem Fall ein wenig einfacher. So, wir importieren direkt... Oh, schon Waren. Normalerweise kann ich doch noch mehr importieren. Von den Briten dachte ich jetzt vor allem. Aber mir wird nichts angezeigt. Habe ich mein Interesse? Das habe ich in Nordindien eigentlich. Sollte ich damit doch auch Zugriff auf die britischen Waffen haben? Na gut, wie gehen wir jetzt mit Kalat vor? Das wird uns auch einiges an Verrufenheit kosten. Kann ich denn jetzt beide einfach angreifen? Haben wir hier Staat erobern? Also da können wir nur direkt Staaten erobern. 12,7, 11,2. Ja, das würde im Notfall gehen, würde uns ein paar Radikale bringen. Die Alternative wäre, dass sie Tributgeber werden. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob die dann auch unter unserem Schutz stehen, wie bei einem Protektorat. Weil sie können immer noch eigene Diplomatiespiele auch beginnen, zum Beispiel. Und das ist schon, also wir haben das jetzt ja bei Kokand. Gefährlich. Und dann können wir auch nicht so schnell auf Sindh zugreifen. Deswegen wäre ich sogar am Überlegen, ob wir hier, ich sag mal, es in Kauf nehmen, dass es Verrufenheit kostet, dass wir beides erobern direkt. Da haben wir leider eben ja keine andere Möglichkeit. Ich glaube, das mache ich sogar. Kalat erobern. Da hätten wir auch... Oh, da hätten wir eventuell Sindh, die noch gegen uns sind, und Kandahar. Wie viele Truppen haben die jeweils? Ah, Sindh hat nicht wenig Truppen, aber das zusammen sind so 30 plus 50. Oder beziehungsweise, ja, 30. 46. Ja gut, mit unserer Linieninfanterie. Hat da irgendjemand schon Linieninfanterie? Die könnten schon welche haben. Nee. Die haben noch uneinheitliche Infanterie. Nee, dann müssten wir das schon schaffen können. Dann werden wir mal direkt Kalat tatsächlich versuchen zu erobern. Bestätigen wir. Ist natürlich ein bisschen ungünstig, jetzt trotzdem für einen größeren Krieg, wenn wir nicht... Ah, jetzt können wir noch mehr Waffen bekommen. Gut, dann holen wir uns noch die restlichen Waffen. So. Ja, Sindh geht direkt gegen uns. Sindh könnten wir wiederum zu einem Tributgeber vielleicht machen. Makran würde ich natürlich gerne noch erobern. Direkt quasi. Da würde ich jetzt aber gerne noch mal ein bisschen warten wollen. Weil ich die Armee schon mal losschicken müsste langsam. Na, wobei, ein bisschen Zeit hätten wir noch, egal. Schicken wir schon mal an die Grenzen. Und da werde ich jetzt nicht alles zur Linieninfanterie machen. Weil sonst so viel Waffen können wir nicht importieren quasi. So, wir schicken schon mal unsere Truppen. Das wird uns jetzt leider alles wieder sehr viel Geld kosten. So, dann fordern wir auf jeden Fall noch Makran, weil sind wir sehr teuer. Halt, warte mal, das kostet uns 25. Wie viel haben wir? Ja doch, wir haben genug. Staat erobern. Makran noch. Und das kann natürlich sein, dass sie jetzt einfach noch nachgeben. Kann ich Sindh zum Tributgeber machen? Genau, dann machen wir, weil das sonst zu viel Verrufenheit wäre, Sindh zu unserem Tributgeber für 9 Verrufenheit, anstatt 22 zu zahlen. Sind wir zwar leider auch über 50 jetzt,
Aber ja, das passt, glaube ich. Und wir könnten noch Kriegsreparationen von Sint fordern. Gut. Okay. Passt. Sprache im Klassenzimmer. Usbekische Schüler verwenden manchmal ihre Muttersprache in persischen Schulen. Was? Es wurde nun gefordert, dass Lehrer die Verwendung dieser Sprache bestrafen und Kinder zwingen sollen, die offizielle persische Sprache zu sprechen. Ja, wir haben ziemlich viele usbekische Kurdisch, Lurisch und Mazandaranisch ist anerkannt, aber Usbekisch nicht. Trotz fast 1 Million Leute. Puh. Das würde für mehr Assimilierung sorgen, aber auch für mehr Radikale. Kleinbürger. Oh, die Kirche ist immer noch sehr zufrieden, oder? Die Kirche, entschuldigt, schon wieder die Schiiten. Die Vereinigung der Schiiten. Kleinbürger. Was kriegen wir denn aktuell durch die Kleinbürger? Kriegen wir da irgendwie einen Bonus? Führungskräfte. Oh, mehr Bürokratie. Da. Okay, das ist wichtig. Die Bürokratie brauchen wir. 10%. Das wären 100.000 mehr Radikale. Ah. Aber ich glaube, wir machen das leider. Da haben wir die 100.000 Radikalen schon bekommen. So, es hat sich keiner mehr angeschlossen. Wir haben unsere 2 Eroberungen und einen Tributgeber. Das ist erstmal grundsätzlich gut. Krieg bricht aus. Oh, was haben denn die Briten? Einen Moment, das müssen wir uns gleich mal genauer angucken. Erstmal möchte ich mit den Briten da Beziehungen wieder verbessern. Da haben wir nur noch herzliche Beziehungen. Das hier machen wir auch. Beim Osmanen weiß ich gar nicht, ob wir... Ja, da haben wir immer noch sehr gute Beziehungen. Da wollen wir irgendwann mal angreifen. Und bei Ägypten haben wir noch keine Sache. Was machen die Briten hier? Sie kämpfen gegen Hannover? Okay, das ist scheinbar ein riesiger Krieg. Einen Moment. Die Briten wollen, dass Hannover ein Protektorat wird. Ah, nachdem Hannover quasi ja wieder frei wurde durch die... vorher war das ja quasi eine Personalunion. Und sie wollen gleichzeitig Russland demütigen. Ah, die Briten kämpfen alleine gegen Hannover, Schweden und Russland. Aber bitte sagt mir, wie ist es möglich, dass es die Russen mit Schweden geschafft haben, zu landen? Weil die Briten scheinbar auch noch mit Frankreich im Krieg sind. Aber die sehe ich nicht. Einen Moment. Verhandlungsunfähig. Ah, ja, okay, das erklärt natürlich einiges. Ich wollte gerade schon sagen, also, wenn jetzt Hannover, Schweden und Russland es geschafft hätten, alleine bei Großbritannien zu landen, das hätte jetzt alles, was ich über Victoria 3 weiß, mir, ja, Zweifel aufbringen lassen. Ja, mit den Franzosen, okay, stark, trotzdem stark, dass sie das geschafft haben, an der britischen Marine vorbei. Die Briten sind besetzt. Spannend. Die Briten schaffen es auch nicht, in Russland zu landen, was sie hier versuchen. Wobei doch hier im Norden könnten sie es schaffen. Ja, okay, das behalten wir mal im Blick. Die Briten sind ja für uns Perser auch von besonderer Relevanz. Es gibt eine Gehöftbauern-Revolte. Nicht Revolte, die wollen gerne die Gehöftbauern haben. Ja, das würde aber die Grundbesitzer vollkommen radikalisieren. Das können und sollten wir nicht machen. Dafür bräuchten wir in der Hauptstadt alle Armeeeinheiten. Und das jetzt so zu ändern, das wäre nicht sinnvoll, glaube ich. Nee, schade. Aber gut, unser Schah ist ja auch ein Anhänger der Grundbesitzer. Der möchte wahrscheinlich auch nicht jetzt, dass die Grundbesitzer die ganze Macht verlieren. So, unsere Schlachten hier gewinnen wir relativ einfach und stark. Sehr gut. Ich glaube, ich brauche jetzt auch kein strategisches Ziel festlegen. Makran wurde recht schnell besetzt. Das läuft gut. Unser Markt sagt natürlich, wir brauchen mehr Waffen. Die Waffenfabrik, die würde ich jetzt vorschlagen, packen wir mal nach oben jetzt. Ich baue noch die Universität fertig und dann kommt die Waffenfabrik bitte in Täbris, weil sonst haben wir dann einen großen Mangel. So, in Kalat. Jawohl. Läuft es auch gut. Ich glaube, unsere Linieninfanterie. Ha, 27 Offensive im Vergleich zu 9. Also wir sind jetzt hier richtig stark unterwegs. Wir sind jetzt hier auf dem wichtigen, auf dem hohen Stand der Technik. Geheimgesellschaften.
Wir kriegen immer mehr von diesen Geheimgesellschaften mit. Und eine Universität aufbauen haben wir abgeschlossen. Höhere Bildung. Der Schah selbst hat die Universität vom Irak offiziell eröffnet. Die höhere Bildung in Persiens blüht bereits auf. Philosophie ist die höchste Berufung der Menschheit. Durch die Philosophie verstehen wir die Grundlagen der Metaphysik, das Wesen des Göttlichen und die Essenz der Tugend. Da scheint es auf der Hand zu liegen, dass nur die erleuchtetsten Wissenssucher an der Macht sein sollten. Sehr schön. Apropos. Oh nein, mir fehlt ganz knapp die Bürokratie. Ah, das sollte ich natürlich ändern. Nicht genügend qualifizierte Leute. Hier dauert es leider ein bisschen länger. Ich würde es trotzdem in Usbekistan versuchen wollen, noch diese Regierungsverwaltung zu bauen, denn wir müssen dringend unsere Bildung erhöhen. So, strategisches Ziel ist jetzt natürlich Sindh. Kalat haben wir besetzt. Sindh hat hier noch seine Armee, aber da sind keine Truppen mehr drin. Die sind alle tot tatsächlich. Also wenn wir das einmal kurz anschauen, in der Übersicht müssten wir es sehen können, eigentlich, wie viele Tote es gab im Krieg. Sehen wir das nicht? Hier. Wir hatten bis jetzt 12.000 Tote in diesem Krieg, der Gegner 15.000. Wir haben doch überraschend viele Tote gehabt. Antipersische Gesellschaft hat sich in Makran gebildet. Ja gut, das erobern wir auch gleich noch. Haben wir jetzt schon erobert. Kalat hat kapituliert. 12.000 Tote. Erstmal werde ich hier noch die Armeen einmal auflösen. So. Wobei, wir haben hier 6.000 weniger Truppen. Ah, knapp vielleicht. Na gut. Der Rest von Sindh wird jetzt hier noch als Tributnation geholt. Wenn wir uns Kandahar sichern wollen, dann müssten wir natürlich noch nach Kabul gehen, aber dafür sind wir jetzt einfach zu... haben wir da viel zu viele Probleme jetzt. So, ich gehe davon aus, dass unsere... doch, die Kleinbürger sind noch zufrieden. Woher kommt jetzt das Bürokratiedefizit? Belutschistan? Oh, das ist ein eigener Staat, der sich gegründet hat. Der aber nicht inkorporiert ist. Na, fantastisch. Auch in Belutschistan fehlen uns wahrscheinlich die Angestellten. Aber da haben wir noch am ehesten das Thema mit der Steuer, das relevant werden könnte. So, aber wir bauen trotzdem erst die Waffenfabrik fertig und dann machen wir die anderen drei Regierungsgebäude. Nicht, dass wir jetzt schon wieder in dieses Loch fallen. Aber gut, Sindh wird uns jetzt nochmal ordentlich Geld zahlen. Wie viele Einwohner hat Sindh? Ah, 2 Millionen. 1,3 Millionen BIP. Da hoffe ich doch, dass wir einiges an Geld bekommen. 34 Waffen fehlen uns. So, Sindh hat kapituliert. Der Krieg ist vorbei. Ausbruch des Krakatau ist beendet. Wir machen aber immer noch ein leichtes Minus. Ja, wir müssen jetzt natürlich wieder von diesen Zinsen und den Schulden da wegkommen. Sobald wir diese Waffenfabrik haben, hoffe ich, dass das klappt. Somit sind müssen wir jetzt natürlich Beziehungen verbessern. Genauso wie Kokand sind jetzt die unsere tributgebenden Nationen. Ja, unser Marktzugriff auf Pampur und Belutschistan ist auch problematisch. Ein Moment. Hier passiert im Norden gerade etwas. Das müssen wir uns gleich genauer angucken. Russland garantiert erstmal unsere Unabhängigkeit. Okay. Belutschistan haben wir es natürlich auf den Aufruhr. Ich mache mal Folgendes. Das hier spare ich mir mal. Hier haben wir recht wenig Einwohner. Das spare ich mir auch. So, und wir brauchen jetzt mal hier in Pampur. Wobei, nee, eher nur in Belutschistan. Da haben wir auch viele Einwohner, ne? Genau. Da machen wir mal brutales Durchgreifen. Und in Usbekistan, da brauche ich jetzt auch die soziale Durchlässigkeitskampagne auf jeden Fall. So, wie viele Einwohner haben wir hier? 900.000. Ja, die 900.000 könnten noch relevant sein.
Hier machen wir noch. Ah, jetzt habe ich aber nicht aufgepasst. Was war das für ein Staat? Der hier. Der direkt. Da kriegen wir hier auch noch eine soziale Durchlässigkeitskampagne, bitte. So, achso, halt. Jetzt müssen wir uns den Norden angucken. Was ist das für ein Diplomatiespiel? Das Kasachenkanat. Hat sich das gerade gegründet? Gegen Russland. Ich bin verwirrt. Das Kasachenkanat möchte die mittlere Horde annektieren. Was ist denn die mittlere Horde und die jüngere Horde, die hier nochmal anders heißen? Die mittlere Horde ist Orthazus, wieso auch immer das unterschiedlich ist. Okay, also die wollen jetzt quasi die beiden Staaten erobern. Und das Kanat an sich hat einen Verteidigungspakt mit der mittleren Horde. Will aber die mittlere Horde auch annektieren, interessant. Aber gut, sie kämpfen gegen Russland, also das würde mich jetzt wundern. Wir könnten schauen, ob wir den Russen in irgendeiner Form vielleicht sogar helfen können. Weil wir da leider aktuell immer noch eine hohe Verrufenheit haben, die unangenehm ist. Wir bräuchten noch ein bisschen mehr vielleicht Rivalen in der Welt. Ja. Das könnten wir gleich machen. Oman auf jeden Fall. Da wollen wir noch Krieg führen. Vertrags-Oman ist auf der Seite der Briten. Aber sowas wie Nepal von mir aus noch. Bhutan. Glaube ich eher nicht so das Problem. Hier noch eine Nation. Das restliche China interessiert uns eher erstmal nicht. So, jetzt beobachten wir das mal kurz. Was können wir jetzt hier vielleicht jemandem anbieten? Na, die wollen scheinbar keine... Die wollen uns nichts anbieten. Kriegsziel verlangen. Schade, das wäre jetzt natürlich noch eine Möglichkeit gewesen. Eins der beiden Staaten hier vielleicht zu erobern. Aber die Briten... die Russen wollen nicht unsere Hilfe. Wir könnten natürlich die Russen einfach so unterstützen, aber davon haben wir nichts. Deswegen sehe ich das nicht ein. Und wir sind ja mit Russland verbündet, deswegen können wir auf die andere Seite auch nicht gehen. Ich werde mal hier kurz beobachten, ob vielleicht der Daumen noch sich ändert. Vielleicht sagen die Russen plötzlich, ah, Persien, wir würden doch vielleicht euch irgendwas anbieten. Das sollte man dann nicht unterschlagen. So, aus Sind bekommen wir 454. Das ist ein bisschen wenig Geld. Ich dachte, wir bekommen auch Kriegsreparationen und sie sind unser Tributgeber. Ein Moment. Wir bekommen Kriegsreparationen. Aber sie sind nicht unsere Tributnation. Wie konnte denn das passieren? Hä? Ich habe doch die Verrufenheit dafür bekommen, liebe Zuschauer, oder täusche ich mich? Kann mir das jemand in die Kommentare schreiben? Bin ich jetzt völlig... Das ist jetzt das zweite Mal, dass hier was passiert. Das erste Mal war dieses Mayamana und jetzt das zweite Mal. Ich hätte schwören können, ich habe als Kriegsziel hinzugefügt, dass Sind unsere Tributnation wird. Was zum Geier? Das wäre die perfekte Chance für uns gewesen, weil jetzt werden die Briten sich das holen und wir haben trotzdem die hohe Verrufenheit bekommen. Wie war das möglich? Also wenn da irgendjemand von euch eine Idee hat, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ne, die wollen leider immer noch nicht. Schade. Aber na gut, dann ist es so. Jetzt können wir uns auch gleich nicht mehr einmischen. Nö. Ah, die Kolonisierung wurde freigeschaltet. Da können wir uns mal kurz ein paar Sachen anschauen. Die Befriedung der Turkmenen. In unserem Norden widersetzen sich widerspenstige turkmenische Stämme unserer Herrschaft, indem sie unsere Ländereien überfallen und jedes Jahr Tausende unserer Untertanen führen, um sie auf den großen Sklavenmärkten von Bukhara und Xiva zu verkaufen, während sie zugleich rechtmäßige persische Gebiete besetzen. Lasst uns zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und diese Banditen in die Schranken verweisen. Das hört sich tatsächlich sehr gut an.
Löst das Ereignis die turanische Geißel aus? Persien wechselt auf das Gesetz Grenzkolonisierung. Ah, das bekommen wir direkt. Und wir bekommen Kolonialzuwachstempo. Das kostet uns aber auch... wollt ihr mich ver... Also... Was? 18.000? 18.000? Wie soll man denn das zahlen können? 18.000 für 5 Jahre. Dann sind wir ja völlig verschuldet. Oder? Also... Ist das wirklich richtig mit diesen 18.000? Man braucht über 50 Bataillone und wir brauchen Kolonisierung erforscht. Ich überlege gerade, ob wir nicht einfach auch über den klassischen Weg das beschließen könnten. Streitkräfte, Landbewohner wären dafür. Okay. Ja, wir könnten versuchen, einfach eine Regierung mit den Streitkräften zu bilden. Die wäre dann leider, na doch, die wäre noch auf derselben Stufe Legitimität. Weil, wenn das wirklich, also wenn es jetzt 1800 wären, aber ihr habt das doch jetzt auch gesehen, oder lese ich das falsch? Das sind 18.000. Der Punkt kommt hier. 18.000. Wir können keine 18.000 zahlen. Dann schlage ich vor, dass wir die Regierung ändern und anstatt der Schiiten die Streitkräfte in die Regierung bringen. Es ist sowieso durch unsere ganzen Kriege, haben sie das mehr als verdient. Wir könnten jetzt versuchen, die Berufspolizei zu beschließen. Das wäre auch gut. Ich glaube aber, je früher wir die Kolonisierung beschließen, umso besser. Bei der Grenzkolonisierung sind grundsätzlich alle dafür. Man könnte aber auch überlegen, ob wir grundsätzlich kolonisieren wollen. Aber ganz im Ernst, also rein ressourcentechnisch, wir haben Kaffee, wir haben Färbemittel, wir haben eigentlich so an Ressourcen, was wir brauchen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich von afrikanischen Kolonien in irgendeiner Form profitieren würden. Ich fände es irgendwie falsch, als Persien plötzlich auf Kolonien zu gehen, und zwar in Westafrika. Also keine Ahnung, wenn wir jetzt hier in unserer Sphäre, nur Äthiopien, Süd, den arabischen Kontinent, wenn wir da Sachen erobern, okay, aber jetzt Kolonien zu gründen... Weiß ich nicht, das fühlt sich irgendwie falsch an. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich hätte jetzt deswegen, glaube ich, wirklich einfach die Grenzkolonisierung gemacht. Ich meine, im Zweifel könnte man das immer noch mal ändern. Wir hätten theoretisch jetzt auch die Bauern, dass sie es machen würden. Aber ich glaube jetzt auch aus Immersionsgründen reicht uns einfach das Thema Grenzkolonisierung zum aktuellen Zeitpunkt. Machen wir das. Gut, das haben wir erledigt. So, die Bürokratie wird ausgebaut in den 3 Bezirken. Oh, es gibt nochmal einen Krieg. Die Osmanen führen Krieg gegen Ägypten. Oh, ob Ägypten jemand helfen wird? Wobei Ägypten hat doch bestimmt mittlerweile auch die haben eine kleine Armee. Die haben nur 92 Bataillone. Wenn die Osmanen 130 haben. Ich dachte, die Ägypter hätten vielleicht ein bisschen was aufgeholt. Ah, wir können uns aber wieder nicht einmischen, weil wir hier kein Interesse haben. So, jetzt wird es aber mal Zeit, dass wir hier irgendwie Interessen bilden. Aber da kämen wir nicht mehr rechtzeitig, oder? Weiß auch gar nicht, ob wir da... Das ist jetzt auch in Anatolien, oder? Ich kann es ja mal bilden und wir schauen mal. Aber ich glaube, das muss vorher bestehen, außer die haben jetzt irgendwas geändert. So, da oben wird schon gekämpft. Aber ja, die Russen gewinnen das natürlich. Mit Bukhara wurden Kriegsreparationen gebrochen. Ja gut, das sind irgendwie kleinere Gebiete. Das ist jetzt erstmal nicht so das Problem. Da warten wir mal ab. Und ups. Ja, nee, wir hätten uns da nicht... Wir hätten uns da nicht einmarken können. Aber die Franzosen haben sich eingemischt, bekommen einen Vertragshafen in Zypern und stellen sich auf ägyptische Seite. Gut für uns. Leider verlieren die Osmanen keine Gebiete, nur Geld. Aber das schwächt doch hoffentlich die Osmanen. Jetzt ist die Frage, bleibt unser Interesse in Anatolien? Damit die Ägypter jetzt auch Gebiete. Oder sagen wir, Arabien wäre für uns relevanter? Ich würde gerne erstmal mit den Ägyptern Beziehungen verbessern. Machen wir das mal so.
Moral der Ausbeutung. So, hier haben wir eine 75%ige Chance, dass unsere Erlasserwahrscheinlichkeit steigt. Ja, immerhin um 10%. So, die atmosphärische Dampfmaschine. Das ist eine sehr wichtige Technologie für unsere ländlichen Minen. Das kostet uns aber sehr viel Werkzeuge. Und, ui, es kostet vor allem auch Kohle. Dann haben wir billiges Eisen, aber das ist natürlich für den Bausektor sinnvoll. Bei Blei brauchen wir das, glaube ich, erstmal nicht. Oder haben wir Bleimangel? Haben wir Bleimangel? Minus 2, aber wir haben ja Bleiminen. Ich glaube, die sind nicht voll ausgebaut. Ja, da fehlen einfach Arbeitskräfte. Weil nach wie vor jetzt Werkzeuge sehr teuer sind. Und Kohle ist auch ein Problem. Das heißt, wir bauen mal bitte in Täbris vor allem jetzt noch eine Kohlemine aus. Nicht die Bleimine, Kohlemine, die sollte sich nämlich auch lohnen, ja. Und wir brauchen auf jeden Fall dann noch eine Werkzeugfabrik. Machen wir es mal so rum. Bauen noch die eine Regierungsverwaltung fertig. Apropos Handelsrouten, wir können ja die ganzen uns nicht mehr so viel bringenden Handelsrouten beenden. Dadurch sparen wir doch auch schon mal wieder Bürokratie. Vor allem Usbekistan wird von Russland beansprucht. Das ist jetzt ein Problem, Freunde. Das ist jetzt ein riesiges Problem. Oh, unsere Gebiete werden, glaube ich, jetzt alle von Russland beansprucht. Das ist gar nicht gut. Bevor ich es jetzt aber vergesse, möchte ich die Bildung hier aufs nächste Level legen. Sie sind immer noch schutzbedürftig gegenüber uns. Wir haben auch noch sehr gute Beziehungen. Oh, die Russen haben jetzt einfach alles erobert. Diese gesamten Gebiete gehören jetzt den Russen. Okay. Ja, bei Kiva müssen wir halt auch noch... Kiva hat sich verpflichtet, Kokand in Sachen Unabhängigkeit zu unterstützen. Okay. So, was haben wir hier? Eine politisch Unbeteiligte... die Streitkräfte möchten, dass wir Berufspolizei einführen. Ja, da wäre ich grundsätzlich auch dafür. Das soll automatisch durchgehen. Da können wir so lange warten, wie es geht. Grubenunglück. Braucht uns nicht weiter zu bekümmern. Ah, leider schwächt das die Industriellen. Mit der Grenzkolonisierung. So halt er das. Habe ich ja extra so gemacht. Nun gut. Es dauert seine Zeit, bis diese Verrufenheit wieder sinkt. Wie schaut es denn aktuell aus? Jetzt kommen wir doch langsam in 8 bis 9 Jahren Pharmazeutika. Dann brauchen wir halt wieder die Kirche in der Regierung, aber ich denke, die kriegen wir dann schon wieder in die Regierung hinein. Und ich denke dann, was haben wir hier noch? Haben wir noch Stufe 1? Wo die Technikverbreitung geht nur langsam vorwärts. Ich glaube, wir sollten dann trotzdem noch die napoleonische Kriegsführung holen. Dann haben wir Lanzenreiter noch und mobile Artillerie. Dann sind wir erstmal in unserer Region, unabhängig von Russen und Briten dann natürlich, sehr gut unterwegs. Und ich glaube, dann brauchen wir mal sowas hier an wichtigen Sachen. Weiß ich nicht, jetzt mit Stahl und dem Bessemer-Verfahren. Auch mit dem Wasserrohrkessel. Ich glaube, Eisenbahn und Wasserrohrkessel, das wird dann alles noch wichtig werden. Aber das kommt mit der Zeit. So viel, wir müssen echt aus diesen Schulden wieder rauskommen. Und wir haben jetzt leider mittlerweile auch doch recht viele Radikale bekommen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber da arbeiten wir dran. Wir haben immer noch das mit den Turkmenen. Ich meine, 2% persische Bevölkerung, die loyal wird, wäre schön. Wobei 5% der Turkmenen in Persien radikal werden würden. Aber ich zahle keine... Jetzt sind es sogar 19.000. Wieso? Also... verschulde ich mich doch enorm. Selbst wenn ich jetzt nicht bauen würde, dann mache ich einen Plus von 7.000. Das kann ich ja nicht auffangen. Das, was dann da kommt. Europa sieht immer noch sehr verrückt aus. Ah, der Krieg ist scheinbar schon vorbei. Ich gehe mal davon aus, genau, die Osmanen haben verloren.
Technische Talente. Inspiriert vom Können russischer Ingenieure und Akademiker hat die technisch orientierte industrielle Gesellschaft begonnen, sich mit der Lobby persisch-russische Vereinigung zu verbünden. Ja, das können wir, denke ich, machen. Und von Grund auf. Ein Mann niederer Geburt ist zum Oberhaupt der Intellektuellen geworden. Einverstanden. Schauen wir uns diesen Mann nochmal an. Hm, die sind natürlich leider ja unzufrieden. Ach du Schande, nur 21.000 Bevölkerung. Das ist jetzt echt nicht viel. Er ist landreformorientiert. Hm. Neutral gegenüber Kopfsteuer. Kopfsteuer wäre mal eine schöne Sache. Ach ja, unser Markt ist immer noch ausbauwürdig. Wir kamen immer noch nicht zu den Baumwoll-, Tuch- und Weizensachen, die ich jetzt gerne endlich mal machen würde. Aber es kam immer irgendwas sehr Wichtiges dazwischen. Zum Beispiel ist jetzt Papier halt auch leider wieder sehr teuer geworden. Ah, Währungsstandards. Jetzt können wir die Kopfsteuer machen, wenn wir den Traditionalismus hätten. Dafür brauchen wir wiederum die Industriellen, die aber nicht in die Regierung aktuell können. Das macht es leider wieder kompliziert. Wo habe ich denn die meisten Regierungsgebäude gebaut? Vor allem im Irak und in Tebris. Das heißt, es würden sich eigentlich auch noch dort Papierfabriken lohnen. Hier hätten wir natürlich mit einer Papierfabrik Thema Holz. Wobei, ich habe doch hier auch Holz, oder? Ah, das kostet auch wieder Werkzeug. Ich baue es trotzdem hier noch aus. Eine Papierfabrik muss ich einfach noch dazu mal bauen. Und ich glaube, die weitere Regierungsverwaltung hätte noch ein bisschen Zeit. Ich weiß, wir müssten eigentlich... Ja, wobei, wir würden dann noch mehr Geld bekommen. Eigentlich hat die Inkorporierung noch hohe Priorität. Müssen eigentlich noch diese ganzen Staaten irgendwie inkorporieren. Ich will jetzt aber nicht schon wieder tief ins Minus gehen. Deswegen machen wir das mal so ein bisschen nacheinander. Warte mal, ich werde hier mal noch eine Baumwollfabrik etwas später machen. So. Das ist doch jetzt noch eine gute Baureihenfolge. Niedrige Formation. Durch Eroberung wächst unsere Armee auch immer. Das ist auch ganz spannend auf jeden Fall. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's mal wieder mit der Folge. Es läuft noch relativ gut für Persien. Wir sind zwar immer noch relativ weit hinten, was den Drang angeht, aber wir erobern durchaus, wie ihr seht, große Gebiete im Osten. Wir haben hier noch ganz klare Ziele. Ich verstehe nach wie vor nicht, wieso Sindh nicht unsere Tributnation ist. Jetzt haben wir dann einen Waffenstillstand mit denen. Da müssen wir das halt nochmal bei Gelegenheit angehen. Kandahar haben wir alle Zeit der Welt, würde ich sagen. Aber so Gebiete, die halt an Britisch-Ostindien grenzen, wie Kabul oder natürlich auch Kiewa, ganz wichtig Kiewa, was an die Russen noch grenzt, das sollten wir uns halt noch holen, die zwei Sachen. Und gut, Reich der Sikh, das wäre noch nett, das kostet aber auch sehr viel Verrufenheit. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Es macht mir weiterhin sehr viel Spaß, hier mit Persien zu spielen. Auch hier eben mit diesen ganzen neuen Angelegenheiten des großen Spiels. Wir haben hier die verschiedenen Machtblöcke, die ich euch hier in der Welt nochmal zeigen kann. Und ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like und einen Kommentar da lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Schar von Persien. Macht's gut.